So, ich wollte eigentlich jetzt nur ein bisschen leveln. Bin in ein goldenes Nest reingetappt. Und dann rennt da sowas rum. Und meinen Tweety, meinen Nagakuga habe ich immer noch nicht geholt, um mich einfach hier mal vorbeizuschleichen in den rubinfarbenen Nestern. Ich werde jetzt wirklich erstmal die ganzen Monstis schnappen, die ich für bestimmte Gene haben möchte, um die zu leveln. Ich kann hier schnell Finish machen. Ja, nie, ich hab da noch gar nicht. Ich werde erstmal die ganzen Monstis ein bisschen leveln und dann gucke ich weiter. Ich werde versuchen, die ganzen Gene noch zu stacken, also zu stapeln. Ich gehe mal davon aus, du bist ein. Ja, gut, vielleicht ist er ein Techniker, weil mein Techniker macht gerade einen Kraftangriff. Vielleicht weiß der was, was ich nicht weiß. Und wir greifen ja von hinten an, von daher wäre es ja auch egal, ne? Nicht im Visier, dann ist es auch wurscht. Würde ich dann doch hier meinen Krafti nehmen. Die drei habe ich jetzt mitgenommen, dass die auf 15 gelevelt werden. Das wird jetzt hoffentlich auch ruckzuck passieren, wenn wir gegen diesen Riesenbrocken hier kämpfen. Und ich fühle mich im Moment ein bisschen unwohl, mich einfach überall hier zu bewegen, weil ich das Gefühl habe, jeden Moment kann mich irgendwas total platt machen. Deswegen folge ich so gern irgendeiner Storyline, weil ich selber zu doof dafür bin, hier irgendwas auf Eigeninitiative zu tun. Ich hatte die ganze Zeit jetzt irgendwie einen Plan, aber jetzt in so einem Rubinennest einfach so richtig einen eingeschenkt zu bekommen, das macht mich doch nervös. Moment, so haben wir nicht geschwitzt. Eieiei. Das ist jetzt auch schwieriger geworden. Ich meine, es ist gut, dass es schwieriger geworden ist. Ne? Es wäre ja Käse, wenn es zu leicht ist, aber wenn man die ganze Zeit gewöhnt ist, dass man hier alles auf dem Silbertablett kredenzt bekommt und auf einmal wird es um so einen richtigen Zacken wird's schwieriger, das ist schon ernüchternd. Definitiv ernüchternd. Ohne meine Partnerin hätte ich ja null Chance. Also null. Eieieiei. Da denkst du, du wärst hier der geilste King und dann. Nee, bist du nicht. Gerade noch rechtzeitig umgedreht. Aber bei dir kann ich schnell Finish machen. Dich kenn ich. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ach, das tut gut. Das tut gut. Da habe ich weniger Schiss. Bin ja doch ein bisschen eingeschüchtert jetzt. Achso, okay, ich wollte gerade sagen, das sieht aber krass aus. Was ist das denn?
So, keiner daheim, sehr schön. Ist ja nur ein goldenes Nest, ne? Also da brauche ich weniger Angst zu haben. Wie gesagt, ins nächste rubinfarbene Nest werde ich tatsächlich meinen Nagakuga mitnehmen. Aber wie gesagt, erstmal hier die Kleinen jetzt ein bisschen leveln lassen. Die anderen, die richtig viel leveln müssen, die habe ich jetzt auf Erkundungsreise geschickt. Und das? Ist das ein Raffian-Ei? Ach ja, die Bildhauerin hat mich um einen rosafarbenen Raffian erbeten. Und, also nichts gegen die Farbe rosa, aber ich bin mal echt gespannt, wie der aussieht. Vielleicht so fleischfarben? Ich weiß nicht. Also in grün ist er ja geil, ne? Aber in rosa? Ich bin gespannt. So, wie heißt du? Brennend Flugweiren-Ei. Jo, wird dann Mafian sein, oder? Warte mal, mal gucken. Monster Kloppedi. Monster Verkloppedi. Doch, hier unten, da ist er. Ah ja, doch. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Sehr schön. Gut, 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 gut. Wie viel haben wir jetzt hier? Seid ihr auf 15? Ach, wundervoll. Dann hat sich schon gerade erledigt. Wo ist, wo ist, wo ist? Michelle? Ah, hier. Ja, ich habe auch ein Amulett reingekickt, ne? Also, und gebetet. Weil, das habe ich eigentlich so selten gemacht. Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht mit einem Amulett. Aber dass das mit dem Beten ja auch funktioniert. Ja, das wurde mir bestimmt am Anfang mal erklärt, als ich noch so richtig gut zugehört habe. So, deswegen qualmt da jetzt eins. Oh Gott, das andere qualmt jetzt nicht mehr. Wie lang geht denn das? Mit. Mit dem fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Der kann schön auf die Schnauze hauen. Und ein Krafti. Wen nehme ich denn da? Wen nehme ich denn da? Wen nehme ich denn da? Ist da eigentlich einer dabei, der fliegen kann? Ja, mein Jian kann fliegen. Da reicht eigentlich nicht. Ja, okay. Bisschen was Ausgeglichenes, schön. Gut, dann... Ja, und ich habe natürlich meinen Nagakuga nicht dabei. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt einen Nagakuga oder habe ich den schon irgendwo auf Reisen geschickt? Den wollte ich doch eigentlich mitnehmen. Und Nagakuga ist ein Schnelligkeitsmonster. Das heißt, das muss ich gegen Dean austauschen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er. Ja, den vernachlässige ich auch sehr sträflichst. Das ist... Ich hab's halt eher mit Tigrexen statt mit Nagakugas. Jetzt kann ich mich mal in so einen Rubinbau reintrauen.
Ich meine, mit ihr kann ich es ja sowieso wagen. Aber ganz ehrlich, mir ist es dann doch lieber, wenn ich mich da ein bisschen drin rumschleiche. Okay, hier ist einer. Keiner dabei, gut. Ach, kann man das gar nicht aufheben? Oh, schön. Toll, dass du auch da bist. Habe ich dich gar nicht gesehen. Ich dachte, man könnte die Tarnung von allein aufheben, aber ich muss anscheinend warten, bis der keinen Bock mehr hat. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, sonst hätte ich das nämlich tatsächlich selber kontrolliert. So wie es gehört. Chefin hat Kontrolle und so, ne? Da hinten rennt sowas. Was sind denn das nochmal welche? Die Chefin ist Taktikerin. Dann sind die Kleinen, sind... Ich habe keine Ahnung. Ich habe es schon wieder total vergessen. Die Chefin ist Taktikerin. Was sind denn die? Sind, ja, hier. Achso, es steht ja nicht dabei. Ja. Ach Gott, shit. Boah. Testen wir mal durch. Die gegen die kleineren habe ich jetzt schon. Also da. Achso, nur zwei, sehr schön. Da habe ich ein bisschen mehr Chuzpe. 4 gegen 2, ja, das traue ich mich. Okay. Warum macht denn jetzt ihr an Afma? Macht denn da einen Kraftangriff? Weil er von hinten angreift, wahrscheinlich deswegen. Von hinten ist eh wurscht. Oh, der ist schon am Sabbern. Oh geil. Das ist, jo. Fein. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wenn das wie am Schnürchen läuft, das gefällt mir. So, ich glaube, dann traue ich mich auch gegen den da vorne. Dann traue ich mich doch tatsächlich gegen den da. Wenn das hier so eben so schön gelaufen ist. Das ist ein Techniker. Gut, Kraft. Krafti. Ach, er macht auch einen Kraftangriff. Sehr schön. Das ist sehr brav von dir, aber das musst du nicht, weil ich kann auch jemand anders nehmen. Machen wir mal einen Blacky. Wow. Der hat gut abgezogen. Ich drauf aufpassen, ob sie jetzt ihren eigenen heilt. Hä? Naja gut, der hat jetzt meinen im Visier. Das ist dann...
dann machen wir das halt so rum. Mit der fliehenden Farbe der Äuglein. Wow. Wow. Meine Fresse. Wow. Wieso hat denn der dem jetzt eine mit eingeschenkt? Der hatte doch, der ist doch ein Techniker. Wie kam denn das jetzt bitte schön zustande? Sie heilt mich und ihren Kleinen, das ist sehr schön. Rückstoß. Unvergiftet, ja klar. Hi, das ist jetzt aber... Sehr schön, Kinship. Geil, 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 geil. Da können wir uns dann schön wieder heilen. Sehr brav. Und auf der Lutz-Zitron. Da merkt man tatsächlich, dass das Drücken viel schwieriger ist als vorher. Vorher war das so easy peasy. Und jetzt hast du richtig Stress. So. Was macht denn der jetzt eigentlich? Macht der einen Geschwindigkeitsangriff oder was tut der? Käse, weiß ich nicht. Okay, ich probiere es einfach mal mit... Okay, dann sind wir wenigstens ausgeglichen. Zieht mir zwar auch ab, aber egal. Hat mich wieder im Visier. Mein Monstie kann kein Geschwindigkeitsdruck. So, nehmen wir mal das Buttermesser. Dreht mir fest! Ist abgehauen. Gut, so. Gleich wieder der feige Abgang hier. So, wo muss ich überhaupt hin? Ja, bin ich richtig. Runter. Aber hier. Ey. So doof, die Kiste zu treffen. Nee, da ist keiner. So, wie lang geht denn das hier mit dem Tarne? Ja.
gepennt warst, gut. So könnte ich das eigentlich auch unterbrechen, indem ich kurz absteige. Das ist Bärli. Ente. Ente. Hm, wo ist denn nix? Oh, die sind mal langsam, oder wie? Der war noch schlaftrunken, kann das sein? Normalerweise reagieren die doch viel schneller. Ja, das ist ja witzig. Also dafür, dass es ein Rubinennest war, war hier jetzt nicht so geil was los. Ganz stinknormale Eier halt. Stinkig normale Eier. Da oben ist kein... Ah, da. Da wäre. Schwimmer habe ich ja keinen, ne? Nö. Ich habe einen Flieger. Okay, hier wäre eins. Jetzt definitiv war jetzt der Brachial-Tigrex mit den Vespoid-Insekten, das war natürlich um einiges schwerer. Das liegt anscheinend an der Art. Ich meine, die Vespoiden waren zwar Drachen, aber die waren auch hochlevelig, würde ich mal vermuten. So. Jetzt kommt die Gier wieder durch. Jetzt wird es gefährlicher, weil der Gegner kann nur von vorne kommen. Sieht aus wie ein Glühwürmchen.
Holzhammern. Oh ja, gut, okay. Den kleinen Stresser da, den kriegen wir noch hin. Den können wir sogar wahrscheinlich mit dem Schnellfinish erledigen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Huch. Das ist ein Techniker, ne? Okay. Ja. Hey, war ich nicht voll? Was ist denn das bitte schön für ein besonderer Großjaggi? Einfach nur, weil er... Achso, vielleicht hat er besondere Sterne oder so. Was kann das sein? Weil er ist doch ein ganz normaler. Der hat doch keine besondere Farbe und nix. Aber es, das Spiel tut so, als hätte ich noch nie gegen den gekämpft. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Gemeinsam mit ihr zusammen. Tralala. Und es macht ihm nichts aus. Naja, gut, ja, gut. Er ist schwer am Keuchen. So, was macht er denn jetzt eigentlich? Macht er jetzt irgendeinen Geschwindigkeits- oder Kraftangriff oder was? Keine Ahnung. Oh, ha. Oh, super. Gerade so. In letzter Sekunde. Also da müsste ich mal gucken. Da könnte ich jetzt doch vielleicht den weißen Monoblosma in Angriff nehmen. Das fällt mir jetzt gerade mal so nebenbei ein. Ich habe doch mich immer beschwert, dass das so schwierig ist, wenn die anderen mir da ins Handwerk pfuschen. Das wird gar nicht mal so blöde. Das ist so ziemlich das Einzige, was es nutzt, wenn man allein unterwegs ist, ne? Dass man da mehr Kontrolle hat. Müssten eigentlich doch auch so langsam soweit sein. Ach nee, Quatsch, das sind ja 30er gewesen. Das dauert dann noch. Ich glaube, die eine Gruppe, die wäre sogar schon fast so weit. Da war ich sowieso so verblüfft, dass das so wahnsinnig viele Punkte gibt. Allerdings ist es auch so, dass nur 88 und das eine nur 86 oder 84% Erfolgschance ist. Also es kann auch in die Hose gehen. Kann auch in die Hose gehen. Raffian. Hallo. Du bist ein Pflanzenfresser.
dicke Schlange. So, holen wir die mal ab. Erfolgreich, sehr schön. Und sogar nur bei 66%. Krass. Wie war das? Du solltest bis 30 sogar mitgeführt werden. Und du... dich könnte ich eigentlich rausschmeißen. Den habe ich eigentlich auch nur da reingestopft, weil der sowieso keine so sonderlichen Gene hat. Der hat zwar dieses Spindengen, aber sonst... Gut, Heilungsgen hat der jetzt, das wäre vielleicht interessant, auch bei 30, das dauert dann auch ewig und 3 Tage, bis der dann mal soweit ist. Der hat auch nichts Gescheites, den kann ich eigentlich gleich schmeißen. Das ganze Gen ist etwas, was mich nicht wirklich interessiert, weil alles, was mit Rückstoß verbunden ist, ist nicht die meinige. Die meinige Wahl ist das nicht, nein, nein. Wasser und Technik. Wie ist denn das? Achso, nee, Quatsch. Du bist Wasser und Technik. Habe ich das bei dir drin? Aufs ganze Ah, tatsächlich. Aber es ist schon voll, von daher ist eh wurscht. Und ansonsten habe ich ja keine Wasserviecher. Technik. Nö. Gott, kann ich da tatsächlich schmeißen. Dann ist er mal aus der Füß. Nee, okay, Favorit. Hier, freilassen. Freilassen. Ich bin so frei. Was war es denn jetzt noch? Achso, ein Raffian war es noch, ne? Der ist hier auch ganz neu. Oh, kritisches Auge gehen. Definitiv wird das behalten. Sehr schön. Das behalten wir. Und der ganze Konfrontationsgen 3. Super. Aber ich habe halt kein Vieh dafür. Weil das ist ein Eistier und ja. Pff. Ne? Hm? Weiß gar nicht. Habe ich hier überhaupt. Ja, hier habe ich Eisviecher dabei. Das ist aber ein Schnelligkeit. Das sind beide zwei Schnelligkeitsviecher. Da brauche ich nicht wirklich eine Technik-Gen dafür. Ich meine, die sind zwar schwach gegenüber Technik-Gen, aber dann würde es eher Sinn machen, dass der dann Kraft-Gen dabei hat, statt eine Technik. Ne? Und Allrounder sind irgendwie nicht mein Ding. Ich weiß auch nicht. Ich finde die irgendwie... Die tun immer das, was sie wollen und nicht das, was ich will. Das finde ich sehr lästig. So, was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben doch noch ein Amphibien. Das ist doch das einzige Amphibienvieh, was ich habe, dieser Hai. Der kann von mir aus das letzte Stimulanz kriegen. An die Universal würde ich nicht an den verschwenden, also nicht, wirklich nicht, weil so dolle lieb habe ich den auch wieder nicht. Bam, 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 bam. Der hatte Donnergen, was hast denn du? Hast du ein Donnergen? Nee, hast du nicht. Was hatte ich denn bei dem mir gedacht? Was hatte ich denn bei dem gedacht, was ich da machen will? Warte mal. Hier. Habe ich mir das nicht an den Namen dran geschrieben. Das ist natürlich blöd. Fügt einem Gegner mittlerer Schaden? Hohe Chance, so kritische Treffer. Geringe? Nee, das auf jeden Fall nicht. Alle Gegner 3 Runden moderat schwächen. Es ist entweder das hier oder das hier. Ich würde aber vermuten, ich habe das Überspannungsgen gemeint. Wenn das auf alle... Gegner 3 Runden moderat schwächend wirkt. Also ich präferiere ja
Attacken, die auf alle gehen. Und starke und kritische Treffer und so ein Zeug. Und dann würde ich doch glattweg sagen, das Überspannungsgehen, das kann ich ja da drauf machen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, doch. Machen wir. Dann ist der aus der Füße und dann muss ich nicht ewig und drei Tage nochmal drüber nachdenken. Das verwirrt nur. Du hast noch einen Regenbogen gehen. Und einen Bindungsfähigkeitsgehen. Ach du meine Fresse. Ja, es ist aber auch wieder Eis und Technik, was ich nicht wirklich gebrauchen kann. Da muss ich erstmal gucken, ob es überhaupt ein Monster gibt, der das gebrauchen kann. So. Donneratem oder Regenbogen? Der. Ja, aus dem würde ich dann doch einen Spezialisten machen, ne? Ja, mit Spezialisten habe ich irgendwie mehr Plan und mehr Kontrolle und mehr Ahnung, was ich da überhaupt tue. Also Ahnung. Nicht wirklich Wissen. Eieieiei. Du bräuchtest eigentlich auch noch ein Feuergehen. Was hast denn du da? Ein kühlendes Gehen hast du? Wieso zum Geier hast du? Hebt die Überhitzung. Ja, das ist bei einem Feuervieh doch sowas von Schnurz, oder? Ja, gut, okay. Gucken wir mal, was können wir denn dir Gutes tun hier? Und zwar, das Mampfgehen wäre interessant. Das ist auch das, was ich bei dem hier extra freigeschalten habe, würde ich dann doch mal glattweg vermuten. Der hat das gar nicht. Dann kriegt er das hier übergestülpt. Jam, jam. Dusch, dusch. So, was hast du noch hier? Du hast schon Peitschen gehen. Das wollte ich. Ich glaube, du hast das schon, oder? Nee, tatsächlich. Du hast das nicht voll. Sehr schön. Wenn das jetzt hier also einwandfrei alles nacheinander ineinander gedrückt wird, das freut mich.